Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von finanzdiva.de. Ich sitze heute zusammen auf einem Café mit dem Finanzdiva-Analyst Jens Will und dem Regisseur Murat Ünal aus Berlin. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen. Murat hat mit seinem Kinodebüt den Durchbruch geschafft und er erzählt uns gleich, wie diese Erfolgsstory sein Leben verändert hat. Und am Ende des Videos gibt es noch eine passende Aktie, die Jens und ich ausgegraben haben. Legen wir los. Murat, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns, um was es in deinem Film geht. Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin Murat Ünal, der Regisseur, Hauptdarsteller, Co-Drehbuchautor und Produzent von Hollywood-Türken, einer Romantic Comedy über einen Türken, der sich als Italiener ausgibt, um das Herz von einem deutschen Mädchen zu gewinnen, was Türken nicht mag. Alper, wie bei Al Pacino. Bist du Türke? Nein, ich bin Mexikaner. Echt? Nein, ich bin Türke. Okay, und du drehst ja auch schon an den zweiten Film. Ich habe ja auf deinem Instagram-Account mal rumgestalkt und gesehen, da war der Ralf Möller. Hat er die Hauptrolle oder ist die Rolle noch frei? Ja, also ich bin mit Ralf im Kontakt und er war ja ein Fan vom ersten Teil und ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie wir ihn einbauen können, weil wir uns gut verstehen und er auf jeden Fall auch ein großer Name ist. Und er hat ja auch mal einen berühmten Hai-Film gedreht, der ja ziemlich bekannt geworden ist, High Alarm auf Mallorca. Und es wäre natürlich witzig, wenn wir ihn irgendwie dabei haben könnten. Wir überlegen jetzt gerade noch für eine Rolle. Es muss natürlich alles passen. Der dreht sehr viel natürlich, gerade auch in Hollywood jetzt hier diesen neuen Film. Ich glaube sogar ist in den Bavaria Studios jetzt irgendwann mal demnächst. Und dann hoffe ich, reden wir wieder und mal gucken, ob wir ihn einbauen können. Ich hätte super Lust und jetzt muss natürlich alles passen, eine gute Rolle da sein und er muss natürlich dann auch zusagen. Aber wir sind im Gespräch und mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Toll wäre es auf jeden Fall für Hollywood-Türke 2. Und ich drehe den noch nicht, wir sind nur im Drehbuch schreiben und am Planen und Machen und wollen den aber drehen und sind in der Vorbereitung quasi. Okay. Murat, in deinem Film startet ein junger Türke von Null auf Held durch und erreicht alles, was man erreichen kann. Wie viel Murat steckt in Alper? Wie viel autobiografisches ist dahinter? Also, ist eine gute Frage. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Alper im Film und Murat, dem Regisseur dahinter? Ich habe immer gedacht, eigentlich nicht, weil ich habe mich noch nie als Italiener ausgegeben. Ich wollte eigentlich auch nie Schauspieler werden. Obwohl, wenn man ganz jung ist, will jeder mal irgendwie Schauspieler werden für eine kurze Phase. Aber davon mal abgesehen, waren es eigentlich keine Gemeinsamkeiten. Aber auf den zweiten Blick gibt es schon Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel, dass man dieses Durchhaltevermögen hat, dass man nicht aufgibt, seinen Traum zu verfolgen. Das sind schon so Gemeinsamkeiten zwischen Alper und mir oder die Liebe zum Film. Alper möchte zwar als Schauspieler, aber er liebt Filme, also durchstarten, aber er liebt Filme und ich liebe auch Filme und das ist der Grund, warum ich überhaupt diese ganzen Hindernisse durchstehen konnte. Also insofern, diese Parallelen gibt es, aber eigentlich ist die Geschichte nicht meine autobiografische irgendwie, sondern das ist losgelöst, geschrieben, erdacht. Aber sowas gibt es natürlich. Türken oder Araber, die sich als Italiener ausgeben, das ist nicht, gibt es schon auf jeden Fall. Ihr müsst mir dabei helfen, meine erste große Rolle zu spielen. Italiener. Wer ist der Präsident von Italien? Das ist Silvio Bär. Nee, Mann. Irgendwas mit einem. Ja. Mussolini. Silvio Mussolini. Hi, Anasene Satimia, das war der. Ja. Bunga, bunga, Silvio Mussolini. Also die Botschaft ist dieselbe. Gib deinen Traum niemals auf. Das ist Murat. Das kann man, ja. Das ist Alper. Das ist eine gute Botschaft. Hattest du denn ein Vorbild, das dich motiviert hat, deine Träume zu verwirklichen? Ja, natürlich. Also viele Filmemacher waren Vorbilder für mich. So von meinen Lieblingsfilmemachern, ich sage jetzt mal George Lucas, James Cameron. Witzigerweise haben die viele Filme auch mit 20th Century Fox, wo mein Film ja dann auch rauskam, mittlerweile Disney, rausgebracht. Und es war für mich natürlich immer ein Traum, an den ich nie, also daran hätte ich nie gedacht, dass irgendwann mal diese Fox-Fanfare, diese weltberühmte Fox-Fanfare vor meinem kleinen Film, den ich ohne Förderung und ohne Sender gemacht habe, stehen würde. Insofern, das waren zwei Filmemacher. Ich habe noch einige Filmemacher, die ich schätze. Billy Wilder, Nancy Myers, viele, viele gute Filmemacher, die da draußen sind, deren Filme natürlich einen motiviert haben und Vorbild waren auch irgendwie. Du hast gerade Disney erwähnt. Walt Disney hat ja genau wie du sämtliche Arbeiten selbst gemacht. Du hast ja auch
nicht nur Regie geführt, du warst ja auch Schauspieler und Cutter. Und er hat ja auch sämtliche Dinge gemacht und er hat auch die Einnahmen aus seinem Film verwendet für den nächsten. Ist denn das jetzt aktuell noch möglich bei den hohen Kosten oder wie muss man sich da das vorstellen? Ja, also Walt Disney ist erstmal auf jeden Fall auch ich finde, der war ein Filmgenie und ein großes Genie einfach. Ich bin großer Fan, natürlich als Kind immer die Filme gesehen. Heutzutage, auch damals, ich habe gerade erst eine tolle Doku gesehen über ihn, die geht irgendwie fast 4 Stunden lang. Und der hat natürlich auch immer Kredite bekommen, aber er hat wirklich viel und immer wieder alles reingesteckt und er stand immer wieder kurz vor der Pleite, weil er immer an seine Filme und seine Projekte geglaubt hat. Und der hatte damals vielleicht aber noch, das ist das Tolle an Walt Disney, was mir erst klar geworden ist, warum er so gut und erfolgreich sein konnte, es war, weil er seinen Bruder hatte, Roy Disney, der ihm immer den Rücken freigehalten hat für das ganze Finanzielle. Und insofern, das muss ich zusammen mal alles alleine machen. Und dadurch, dass er diesen Bruder hatte, der seinen Bruder immer geschützt hat und dieses absolute Vertrauensverhältnis da war, dieses familiäre, war das natürlich nochmal anders. Der Roy stand natürlich immer so ein bisschen im Schatten von Walt, weil er sich mehr um das Administrative und Finanzielle, Organisatorische gekümmert hat. Dadurch musste er sich nicht so die Gedanken machen, weil Roy hatte das immer so ein bisschen im Blick. Aber um deine Frage zu beantworten, heutzutage in Deutschland steckt ja eigentlich kaum oder fast kein Produzent Geld, sein eigenes Geld in die Filme, wenn der Prozentsatz vielleicht bei 5 oder 10 maximal Prozent und das sind dann oft andere Leistungen. In Deutschland ist das ja so, dass das über Förderung und Sender finanziert wird. Das heißt, der Film ist komplett finanziert. Du gehst eigentlich kaum ins unternehmerische Risiko und du verdienst an dem Finanzierungspaket, deine Gage etc. So wie in anderen Ländern, so wo man wirklich Private Equity und Investoren richtig Geld reinpumpen in den Film und nicht vom Staat sozusagen oder so das bekommen, weil wenn die Sender bekommen, das ja quasi oft auch schon indirekt über den Staat, ist es ja in Deutschland gar nicht. Deswegen, mein Film war ja wirklich independent, da musste ich mir viel Geld leihen von Familie, Freunden, mich selber verschulden. So habe ich ja auch den Film gemacht. Also insofern habe ich das bei Walt Disney gemacht, weil ich wusste, ich werde nicht die Chance kriegen über Förderung oder über Sender, weil die wollen immer eine lange Vita haben. Du musst schon so und so viele Filme gemacht haben. Du musst einen Namen haben. Da müssen Leute mitmachen, die Namen haben. Es ist halt alles sehr, sehr, ja, vorsichtig ist man da sehr, sehr in Deutschland. In Amerika gibt man einem Talent vielleicht mit Anfang 20 eine Chance, weil man einfach sagt, this guy has talent. Und in Deutschland sagt man, bring uns erstmal deine 5 Diplome, zeig uns erstmal deine 14 Kurzfilme und dann nochmal deine 5 langen Spielfilme. Und dann sind wir auch noch nicht ganz sicher, ob wir dir das Greenlight geben für einen Kinofilm. Murat, nicht alle, aber die Mehrheit. Murat, bevor du angefangen hast zu drehen, war dein Name ja auch sozusagen unbekannt. Wie hast du es dann geschafft, Schauspieler wie Olivia Marei oder Christian Harting für das Projekt zu gewinnen, die alle schon TV-Namen haben? Das ist eine gute Frage. Olivia, muss man dazu sagen, war damals noch nicht bekannt. Sie ist erst 3 Jahre danach, nach dem Film, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten in den Cast gekommen. Und jetzt ist sie natürlich bekannt. Aber zu dem Zeitpunkt war sie unbekannt. Und Christian war zu dem Zeitpunkt auch unbekannt. Der hatte zwar einen Film gemacht, in dem er mitgespielt hat, der einen Oscar bekommen hat als bester ausländischer Film in einer größeren Nebenrolle. Aber der Film war da noch nicht raus, als wir gedreht haben. Das heißt, der wusste selber nicht, dass dieser Film so eine Furore... Also ich habe damals wirklich mit Leuten gearbeitet, die wirklich damals auch noch alle unbekannt waren. Die 2 älteren Schauspieler, die die Eltern gespielt haben von Sophie, die waren schon ein bisschen bekannter aus Serien, Soaps etc. in Deutschland. Aber jetzt auch nicht Superstars oder sowas. Es waren halt schon Leute, die lange gearbeitet haben. Also deswegen, um deine Frage zu beantworten, die waren beide noch nicht wirklich bekannt wie heute. Damals waren die noch unbekannt und auch auf der Suche nach Filmen, wo man spielen kann und sich präsentieren kann. Dann warst du das Sprungbrett sozusagen. Ich hoffe. Ich meine, die hätten es wahrscheinlich auch ohne mich geschafft, aber ich habe gesehen, die sind super, die passen für die Rolle und das war für mich einfach wichtig und ihnen hat das Buch gefallen, sie hatten Lust mitzumachen. Insofern hat es da gut gepasst. Erfolg hat ja viele Gesichter. Was waren die schlimmsten Momente auf deinem steinigen Weg nach oben und was waren die schönsten? Okay, fangen wir an mit den, was soll ich anfangen? Also vielleicht mit dem Schönsten abzuschließen, mit dem Schwierigen erstmal anfangen. Das Schwierigste wirklich, was ich festgestellt habe, ist halt,
Du kriegst so viele Hindernisse in so vielen verschiedenen Formen. Das Allerschwerste im Nachhinein, im Nachgang, was ich festgestellt habe, ist wirklich nicht den Film an sich zu machen, weil eine Kamera zu finden und irgendwo eine Szene zu drehen, das ist auch schon schwer und dass die noch gut wird. Aber es ist vor allem mit einem Team, mit den verschiedenen Menschen, mit den verschiedenen Persönlichkeiten, unter so einer Drucksituation klarzukommen, das ist eigentlich, finde ich, mit das Schwerste, weil du musst die Leute immer wieder motivieren. Die glauben vielleicht nicht an das Projekt und bei meinem Projekt haben viele nicht an das Projekt geglaubt. Es gab auch ein paar, die haben gedacht, es könnte was werden, aber eigentlich hat keiner an den Film wirklich geglaubt. Und wenn du dann da bist und eigentlich macht diesen Film jeder aus anderen Gründen, nicht weil sie an den Film glauben, weil der eine will Demomaterial für seine Filmrolle als Schauspieler, damit er sich präsentieren kann in der Szene. Aber ob der Film jetzt erfolgreich wird oder rauskommt, ist dem egal. Das sind alles andere Motive. Insofern ist es schwer, alles zu einen und die immer wieder daran glauben zu lassen, dass dieser Film wird ins Kino kommen, dieser Film wird es schaffen und. Und bei mir war das so im Nachgang so etwas, was man an keiner Schule lernt, die Auswahl der richtigen Leute, dein Netzwerk, mit dem du dich umgibst, da brauchst du unglaublich gute Energie, weil du wirst genug Probleme haben tagtäglich. Und deswegen war das Schwierigste, sind immer mit People, also mit den Menschen und ihren Sorgen sozusagen. Weil am Ende ist das 80-90% des Filmdrehs ist der Umgang mit anderen im Schauspiel, mit der Crew und, mit anderen Leuten, die dir eine Location geben müssen. Es sind immer Menschen und das lernst du eigentlich nicht an der Filmhochschule. Du lernst ein Drehbuch schreiben, du lernst eine Kamera zu positionieren, welche Optik, welche Brennweite, Visual Effects, alles technisch. Aber People Skills sind dort kein Fach, sage ich mal, wie an keiner Uni eigentlich so richtig. Und dabei ist das, fand ich, fast wichtiger als alle anderen Skills, weil das kriegt man irgendwie hin, aber die Menschen zu motivieren, dass jeder sein Bestes gibt, das ist eigentlich etwas, was viel am schwierigsten für mich war. Und das Schönste, natürlich, dass der Film fertig geworden ist überhaupt und dass wir es geschafft haben, mit einem Hollywood-Major ins Kino zu kommen und dass er jetzt auf Amazon, iTunes überall erhältlich ist. Und das ist für mich natürlich, dafür haben wir das ja alles gemacht. Und die Leute darüber, noch schöner, die Leute sprechen darüber, den Leuten gefällt der Film. Die schreiben mir jeden Tag immer noch Mails oder über Social Media und sagen, wie toll der Film ist und wie sehr er sie berührt hat und wie er ihnen gefallen hat. Und das ist natürlich, dafür macht man am Ende ja den Film für den Zuschauer, dass den Leuten der Film gefällt. Insofern, das ist das Befriedigendste vielleicht am ganzen Film und da freue ich mich dann auch fürs Team, dass die dann auch alle einen Film gemacht haben, der nicht untergegangen ist unter den vielen Filmen, sondern der irgendwie noch eine Relevanz hat. Mach nie Geschäfte mit Türken. Abicim, bu herif Türkçe anlıyor mu? Ben Türkçe anlamıyor, o kadar küfür ettim ki. Türk olsa tepki verirdi. Bilmiyorum. Şimdi siktirin gidin. Wie bitte? Ich habe nur auf Türkisch schönen Tag noch gesagt. Dann auch von mir ein herzliches Siktir in Gidin. Von mir auch. Siktir in Gidin. Alper. Für mich war dieser Film auch immer nur ein Touröffner und nie irgendwie der letzte Film, sonst sollte der erste Film sein, der mir die Tür öffnet in diese Branche, in die Industrie, um mir ein Renommee zu erarbeiten für die nächsten Projekte. Und insofern bin ich schon glücklich, dass wir überhaupt im Kino laufen. Das, weißt du, du musst wissen, so viele Filme werden jedes Jahr gemacht, die werden nie fertiggestellt. Und von denen, die fertiggestellt werden, wird wiederum nur ein ganz kleiner Prozentsatz überhaupt ins Kino gebracht. Und von denen, die ins Kino gebracht werden, werden viele auch mit einer ganz geringen Wahrnehmung überhaupt, ja, also die laufen da und verschwinden und keiner hat es mitbekommen. Und danach die Distribution weiter in VOD, Fernsehen und so, die ist nicht mal gesichert. Viele von diesen Filmen siehst du nie wieder. Und insofern ist das überhaupt schon, dass wir diesen Film haben, der dann in diesen Kanälen zur Verfügung steht und so weiter. Wir werden jetzt in der Türkei hoffentlich auch rauskommen im Kino. Daran arbeite ich gerade. Aber auch solche Sachen, das ist für mich überhaupt schon mal, das ist der große Erfolg. Insofern für mich, ich habe mich, wie bei Walt Disney, sage ich mal, für mich ist das langfristige Ziel, der nächste Film, der übernächste Film und hoffentlich noch viele Filme machen zu können in den nächsten 20, 30 Jahren. Und darauf konzentriere ich mich und das ist für mich das wahre Gold. Reden wir noch ganz kurz über die Corona-Situation. Du drehst ja aktuell schon am zweiten Teil. Und ist das ein Problem, Corona? Und wie gehen jetzt Schauspieler und Regisseure damit um mit der Krise, wenn
Jobs auch wegfallen, konzentrieren Sie sich jetzt mehr auf PR, auf Ihren Instagram-Account, auf Werbung? Ja, es ist eine sehr gute Frage, zu der ich momentan eigentlich auch, wie viele, keine richtige Antwort habe, weil alle sind unsicher, die Politik. Es gibt klar jetzt schon wieder Produktionen, die anfangen werden. Das heißt, es gibt da schon Signale. Aber unter welchen Quarantäne- und Sicherheitsvorkehrungen das alles stattfinden muss, das ist, erschwert natürlich alles enorm. Das weiß ich nicht. Und ob wird es schlimmer werden? Wird es besser werden? Wird es vielleicht, wenn irgendwann wieder alles sagen, es wird schlimmer, muss man dann wieder stoppen? Du kannst eigentlich nichts anfangen. Es ist so ein kostspieliges Unterfangen, einen Film zu machen, dass da schon eine Unsicherheit herrscht. Bei meinem Film wiederum, den ich ja plane, nächstes Jahr zu drehen, hoffe ich, dass ein bisschen Zeit bis dahin die Wogen glättet und alles wieder so ein bisschen sicherer ist oder klarer ist. Es muss ja auch irgendwann, muss es ja eine gewisse Form der Zurück zur Normalität geben, weil sonst funktioniert ja auch gar kein wirtschaftliches Leben mehr. Ein Kino kann ja nicht mit 25% Auslastung seine Kosten decken und Gewinne erwirtschaften und dann müssen die auch zumachen und dann genauso, dann haben ja die, können die Filmemacher nicht drehen, was sollen die Fernsehsender zeigen und so weiter. Da hängt ja eine Riesenkette dran, wo alle mit dranhängen und deswegen muss es ja irgendwann, die Wirtschaft muss zu einer Normalität kommen und deswegen hoffe ich und denke ich, dass es gar keinen anderen Weg geben kann als wieder zu einer gewissen Normalität, weil sonst haben wir zwar vielleicht das eine gesundheitliche Problem, aber was wiegt dann mehr auf, wenn alle keine Jobs mehr haben und der Staat keine Gelder mehr generiert, weil keiner mehr Geld verdient? Es ist eine Diskussion, ich weiß nicht, wo die hinführt, aber auf jeden Fall, es ist sehr unsicher. Momentan, ich bin noch in der Zeit, ich kann es nutzen zum Schreiben, zum Investoren suchen, Sponsoren finden, was ich gerade auch mache. Ich spreche auch mit den Ersten. Ich bin auch weiterhin auf der Suche nach Investoren und Sponsoren, die Teil an diesem Film werden wollen, den ich nächstes Jahr für Herbst 2021 plane, ins Kino zu bringen. Aber es gibt eine große Unsicherheit. Murat? Ich bedanke mich mit Jens ganz herzlich für dein Interview, für deine Zeit. Wir wünschen dir viel Erfolg. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung von Hollywood Türke. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Aktie des Tages. Passend zum Filmbiss haben wir was für euch vorbereitet. Es folgt nun der obligatorische Haftungsausschluss. Danke Kate und danke Murat. Wir bei Finanzdiva TV betreiben keine Anlageberatung, keine Finanzberatung, keine Rechtsberatung und schon gar keine Steuerberatung. Wir sprechen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung aus, sondern präsentieren hier unsere Meinung zu einem Finanzprodukt. Was ihr aus dieser Meinung macht, ob ihr in dieses Finanzprodukt investiert oder nicht, das bleibt alleine euch überlassen. Wir können hinterher keine Verantwortung für Vermögensschäden übernehmen, die euch infolge dieser Entscheidung entstehen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Investition in Aktien oder ETFs ein erhebliches Risiko darstellt. Im schlimmsten Fall kann euch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals drohen. Alle Informationen, die wir euch präsentieren, haben wir sorgfältig recherchiert und können sie mit Quellenhinweisen belegen. Allerdings können wir auch hier keine Garantie für Vollständigkeit oder Korrektheit der Informationen übernehmen. Wir behalten uns nachträgliche Änderungen oder Anpassungen jederzeit vor. Und jetzt viel Spaß bei der Präsentation der Disney-Aktie. Die Aktie von Walt Disney muss ich, glaube ich, gar nicht groß vorstellen. Aber wir können mal gemeinsam ins Jahr 1928 zurückspringen. Das war das Jahr, als der coole Steamboat Willie in die Kinos kam. Das war der Vorgänger der Mickey Maus und der hat damals schon gegen den bösen Kater Carlo gekämpft. Und seitdem hat sich die Mickey Maus und ihr Magenbruder Donald Duck zu den bekanntesten Comicfiguren der Welt gemausert. Durch ständige Zukäufe und kreative Gründungen wurde das Disney-Universum aber um eine Vielzahl von Comic- und Realcharakteren ergänzt. 2009 wurde Marvel erworben, 2012 Lucasfilm, 2018 schließlich wurde Fox erworben und jetzt gehören Luke Skywalker, Spider-Man, die Simpsons, der Family Guy, Elsa, Anna und neuerdings eben auch der Hollywood-Türke zum Disney-Universum. Wirklich sehr beeindruckend. Neben Filmproduktionen sind die Töchter ABC und Fox auch stark in der Produktion von erfolgreichen TV-Serien. Viele kennen Grey's Anatomy, The Good Doctor, Lost, Family Guy, How I Met Your Mother. Ich könnte jetzt bestimmt noch 20 Minuten weiter irgendwelche Listen vorlesen, aber das würde nicht weiterhelfen. Alle Disney-Produktionen und Serien durchzuschauen ist eventuell eine Lebensaufgabe, je nachdem, wie viel Sitzfleisch man mitbringt. Dazu betreibt Disney auch noch diverse Fernsehsender, zum Beispiel in Deutschland den Disney Channel, und außerdem ist man zur Hälfte an Super RTL beteiligt. Neben TV- und Kinoformaten hat Disney aber noch ein weiteres starkes Standbein.
Mit weltweit 14 Themenparks und 4 Kreuzfahrtschiffen sowie einer eigenen privaten Tourismusinsel und riesigen Ressorthotels greift Disney auf betuchteren Kunden erfolgreich tief ins Portemonnaie. Und nicht nur junge Kunden verfallen dem Zauber von Donald und Pocahontas. Wer erlebt hat, wie erwachsene Männer und Frauen in Sing with Elsa Tränen weinen und Let It Go singen, während Seifenblasen Schnee von der Decke regnet, der merkt schnell, dass ein Besuch in Disney World eine beinahe religiöse Erfahrung ist. Danach geht's in den Merchandise-Shop, wo man blinkende Mickey Mouse Ohren für $40 erwerben kann. Nach so einem Besuch stand für mich fest, dass ich von dieser Firma dringend Aktien benötige. Tja, und dann kam Corona und hat Disney eine fette Breitseite verpasst. Corona hat Disney, wie eigentlich die gesamte Filmbranche und wie Murat auch gesagt hat, in ein tiefes Tal der Tränen gestürzt. Film- und Serienproduktionen mit echten Menschen müssen aus Gründen des Infektionsschutzes bis auf Weiteres gestoppt werden. Kinos, in denen die neuen Pixar- und Disney-Produktionen laufen könnten, die sind geschlossen. Ebenfalls fest verriegelt sind die Freizeitparks und die Kreuzfahrtschiffe liegen derzeit an der Kette. In Corona-Zeiten haben Menschen auch Besseres zu tun, als sich mit Disney-Merchandise zu umgeben. Das Geschäft brach im ersten und zweiten Quartal signifikant ein. Der Sportsender ESPN, der zu Disney gehört, hat in Zeiten von Lockdown nichts zu berichten gehabt und hat stattdessen Wiederholungen gezeigt. Zum Glück hat Disney aber im letzten November den Streamingdienst Disney Plus gegründet. Diese Sender und das Online-Angebot haben dank Corona einen großen Zulauf gehabt. Wer sein Haus nicht verlassen darf und zu jedem und allem Abstand halten soll, der entdeckt schnell seine Liebe zum TV-Programm wieder. Ja, und jetzt zum Schluss noch ganz kurz zur Disney-Aktie selber. Wer die Aktie derzeit hält, muss sich keine ernsten Sorgen machen. Das Geschäft mit Lizenzen und Streaming-Business blüht und man wird dieses Jahr einen hauchdünnen Gewinn über die Ziellinie retten. Die Dividende wurde vorsätzlich erstmal ausgesetzt. Die weitere Geschäftsentwicklung wird derzeit geprüft. Die Gewinne werden aber wohl in 2 oder 3 Jahren wieder auf das Niveau von vor Corona zurückklettern. Die Dividende ist allgemein kein Argument, der für den Kauf der Disney-Aktie spricht. Also auch in den vergangenen Jahren lag die Dividende immer im Korridor zwischen 1,2 und 1,7% bezogen auf den Aktienkurs. Also Dividendenjäger sind bei Disney nicht an der richtigen Adresse. Die Kursentwicklung selber betrug in den letzten 5 Jahren gerade einmal 5%, also 1% pro Jahr. Das sind aber die aktuellen Werte. Also Disney lag schon wesentlich höher zwischenzeitlich und ist jetzt durch Corona natürlich etwas zurückgekommen. Auf 10-Jahres-Sicht schaut es deutlich anders aus. Im Jahr 2010 stand die Disney-Aktie um die 20 bis 25 Euro und aktuell sind wir bei 100 Euro. Da haben wir also eine Verfünffachung innerhalb von 10 Jahren. Kann man diese Aktie empfehlen? Da gebe ich ein vorsichtiges Ja. Also wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wird Disney dieses Jahr die Dividende erneut um etwa 10-15% gesteigert haben. Das hat man in den letzten Jahren immer so gemacht. Die Wachstumsserie begann im Jahr 2009 und seither ging es mit der Dividende jedes Jahr im Schnitt um 17% bergauf. Diese Serie ist erstmal gerissen, was aber angesichts der Corona-Krise sehr vernünftig erscheint. Auch das ist ein Argument, denke ich mal, für die Aktie. Eine Serie nicht immer zwangsläufig fortzusetzen, sondern als Vorstand auch mal zu sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir halten unser Pulver erstmal trocken. Im Großen und Ganzen steckt Disney viel Geld in neue Produktion und den Ausbau des Streaming-Geschäfts. Auch das sehr zukunftsweisend. Wir sehen auf der einen Seite die Netflixe und Google und Amazons und Apple TVs, die diesen Streaming-Markt bestreiten und Disney mit diesem riesen Content tut da ein gutes Werk, wenn man sagt, man verkauft seinen Content nicht preiswert, sondern man bietet ihn selber an. Zusammengefasst, wer ein wenig Geld übrig hat, Disney und die Produkte liebt und wer an die Zukunft von Kino und Fernsehen aus Hollywood glaubt und wer immer schon mal an einem eigenen Themenpark beteiligt sein wollte, der kann eine Position wagen. Ich persönlich halte ein paar Anteile und plane jetzt bei Kursen, um die 100 Euro auch nochmal nachzukaufen. Wie bei allen Aktien gilt, in ein paar Jahren können die Kurse wieder wesentlich höher stehen. Es kann vorher natürlich auch noch ein paar Mal tiefer runtergehen. Wer aber etwas Geduld mitbringt und sein Geld gerade nicht allzu nötig braucht, macht mit einer kleinen Position Disney als Medieninvestment eigentlich keinen Fehler. Uns interessiert natürlich jetzt, was ihr von Disney denkt. Glaubt ihr, die Story ist schon gelaufen oder gibt es noch Luft nach oben? Schreibt uns auch in den Kommentaren unter diesem Video, ob euch
diese Unterhaltung gefallen hat. Wünscht ihr irgendwelche Gäste, die wir euch vorstellen sollen? Wir freuen uns auf das nächste Video mit euch und hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet. Wiedersehen.